Moin Angelfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Karpfenmächt und Co. Willkommen zurück am Wasser. So, heute vor uns neues Gewässer, neues Glück. Ich bin mit Kumpel Manne hier auf jeden Fall und ja, falls ihr vielleicht sogar dieses Gewässer kennt, wäre cool, wenn ihr uns ein paar Tipps gebt oder so. Das wäre geil. Ja, wie ihr seht, mein Camp steht schon. Beziehungsweise schon. Ich war mal wieder nicht der Erste. Ist ja schon normal bei uns. So, Manu, in dem Falle direkt neben mir. Da, aber der ist gerade nicht zu sehen. Der holt gerade das Boot. Teilen uns heute sogar mal ein Boot. So, und haben uns vorgenommen, diese Bucht hier zu beangeln. Das ist auf jeden Fall alles schön voller Seerosen, die ganze Ecke. So, ich bin dann halt links und er rechts. So, mal sehen, wie wir vorgehen, wie tief überhaupt ist. Ich vermute mal, tiefer wie ein Meter ist hier gar nicht. So, wenn Manu das Boot holt, werde ich mich schon mal darum kümmern, das Futter langsam rauszuholen, ein paar Haken, Hut zusammenzubauen auf jeden Fall, wa? So, und dann zeigen wir euch gleich, wie wir hier vorgehen. Euer See. Hier geht ja jeder ein bisschen anders vor. Wir haben das Glück, wir haben ein Boot, wir haben Echolot. Dann sollte was klappen heute Nacht. So, Manu ist da. Beziehungsweise... Er ist schon ein paar Minuten da. Stimmt, ja. So, das Boot steht jetzt auch. Wo ist es da? Ich habe ja nicht meine Haare schön gemacht. Ja. Dank unserer geilen Pumpe, die ich ja auch habe. Geht dann rucki zucki. Boot ist aufgebaut. Auf geht's, ab ins Wasser mit dem Ding. So, wenn ihr Barkas. Na dann, und Abfahrt. Boah, ist aber Kraut, Digga, Alter, wa? Ich weiß nicht, ich sehe nicht, was du siehst. Hier, ab hier ist alles frei. Und hier vorne sind die Krautkante. Kraut. Ja, mal sehen. Ja, ab hier ist Kraut. Genau, jetzt heißt es Futterplätze suchen. Ab geht er. Ist der Kollege wieder da ist? So, mach ich ihn da. Achso, ich wollte ja Haken binden. Nebenbei. Mal sehen, noch nörgelt da über Kraut. Aber mal sehen. Willst du schon was finden? Der wird schon was fangen. Wenn wir zusammen angehen, dann fängt er immer. Voll peinlich. Eigentlich müsste er den Kanal drehen hier. Egal, ich komme halt nur zum Film. Jo, ist schon ein bisschen langweilig. Hätte ich mal lieber doch ein Boot mit dir. Ach, bis der mal so seine Plätze findet. Ist egal, man muss sich auch Mühe geben, ne? Jetzt wird das nichts. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er immer mehr fängt. Da bin ich mal gespannt, was auf meiner Seite näher so ist. Hier schon von so viel Kraut erzählt. Oh, da habe ich gar ein bisschen Befürchtung. So, jetzt sitze ich drin in seiner Nuschale hier. Kleine Ding, ey, aber geil. So eine kurzen Session ist das Beste. Na gut. Mal sehen, ob ich was finde hier. Jetzt mal von hier ein kleiner Spot View. Jetzt könnt ihr vielleicht denken, wo wir sind. Vielleicht jetzt. Man munkelt. Die Huden sind nur endlich drin. Hat das nackt, ey. Ich hab bestimmt noch einen Sonnenbrand, so fühlt sich zumindest an. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, sieht man wahrscheinlich gar nicht so. Jo, ich habe jetzt bestimmt 100 Meter raus ein Loch gefunden. Ein kleines Loch, wo kein Kraut ist. Ja. Ordentlich Mais, ordentlich Futter. Dann werden wir sehen, ob es was bringt. So richtig zuversichtlich bin ich nicht. Ich nur straff sich in den Beinen, deswegen piept das auch schon ein bisschen. Ja. Jetzt gibt es kurz was zu essen.
Manu schläft natürlich schon. Wir kommen ja beide aus der Nacht. Ja. Ja, dann esse ich jetzt auch was. Und dann sehen wir uns später. Ich habe sogar wieder die Waterwolf drin bei der rechten Route. Na, jetzt ist 5 bis 9. Die werde ich heute wohl nicht mehr rausholen. Jetzt mache ich dann wieder Trouble auf dem Platz. Also können wir uns spätestens am nächsten Morgen erst die Aufnahmen angucken. Ja, Route 1 ist so, sagen wir da so. Route 2 bis weiter vorne. Boah, in etwa. Braucht man mehr. Na, hat schon was. Ein bisschen langweiliger Baggersee wie sonst. Da Manu sich ja auch ein kleines Mittagsschläfchen gönnt. Ich mach jetzt auch ein bisschen die Augen zu. Na gut. Was sagt der Engel zu dem hier? Gut oder scheiße? Das hab ich mir von bei Shirtinator bestellt. Also kann man echt empfehlen. Also Druckqualität. Beste Sahne. So, jetzt mal wirklich die Augen zu. Bis dann. Guten Abend, Welt. Auferstanden aus dem Koma. Jo, der Abend beginnt so langsam. Sind wir herrlich. Diese Stille hier. Der See ist glatt wie Ententeich. So langsam hört man auch schon ein paar Fische, die ein bisschen aktiver sind. Bin ich mal gespannt, was hier noch geht. Neues Gewässer ist immer ein bisschen ein komisches Gefühl, gerade weil man mit seinem Platz nicht so hundertprozentig zufrieden ist. Aber es wird sich zeigen. Ich hatte gerade die erste Aktion am Platz. Ja, kleinen Palbis. Ja, wenn das hier so weitergeht, dann werde ich wohl noch mal rausfahren müssen. Ah, da wird den scheiß Prasser aufgebammelt haben. Na gut, ich mache mich fertig. Kopflampe auf und los geht's. So, Routen sind wieder drin. Alter, das war so krass, ey. Ich meine, hier ist ja da hinten nur vielleicht so halben bis überhaupt einen Meter, aber Alter, das hat so geklatscht da hinten und so ein Schwall ist da abgehauen. Dann fangen wir was. Wenn nicht ich, denn er. Wir haben 4 Routen drin, da werden wir wohl kriegen. Freut mich. Jetzt habe ich doch Vertrauen. Ich habe auch gesehen, da war noch Mais auf meinem Platz. Das Wasser ist halt hier in der Ecke zumindest sehr klar. Und ja, ich denke, Fisch soll drin sein. Na gut, jetzt werden wir erstmal was essen. So, beim Angeln nur das Geilste. Argentinische Hüfte. Eben Schweinefilet. Wir lassen es richtig gut gehen. So, jetzt haben wir schön gegessen. Jetzt geht's ab ins Bett. Und dann bis gleich vor der Matte. Oder erst morgen früh. Hallo Leute. Ja, wie ihr seht, Bissanzeiger, der eine ist leer. Oh, was heißt das wohl? Yes, wir konnten gerade einen Fisch rausholen. Ja, schön geschlafen und dann pfiff die Rute voll ab. So. Und da ist er. Das ist ein gutes Stück. Und was hast du denn gefangen? Natürlich auch mein selbstgebauten. In dem Falle wieder mit meinem gelben Poppy. Also wie die letzten Videos eigentlich. Schöne Ding. Wir haben ihn so rausgequält aus dem Murmeln. Und ich hab schon gedacht, das wird nix heute. Das wird wieder nix. Aber schön, Full Run. Morgens um 6.
Das war schon knallehell, war. Geiler Fisch. Na gut, aber Manu hat jetzt auch was zu berichten. Ich hab gut geschlafen. Nee, der hat auch einen rausgezogen. Oh, da ist der Kamerad. Schönes Ding. Bisschen leicht Schäden schon ein bisschen, aber den hätte ich auch gehabt. Denkst du, wo ist so 8 Kilo? Ja, ja, dann nicht. Aber wie gesagt, ein schönes Fischchen. Oh, dann Petri. Danke. Psst, ist ja gut hier. Ich will deinen Leben da unten. Jetzt haben wir gerade schön Manu seinen Fisch abgefilmt. Zack, ah, deine Rute läuft ab. Da, der nächste. Auf der Montage, die ich seit gestern drin habe, mit der Waterwolf dran. Dann haben wir nachher vielleicht auch noch ein kleines Video. Ja, wie ihr seht, hier sieht man schön meinen Köder, meinen stinkigen Boilie mit den Fake Maiskorn. Ja, gelegentlich kommt da eine kleine Plötze vorbei oder auch mal vielleicht eine Brasse, die den Boden ordentlich durchwühlt und den Mais halt frisst. Ja, die Kamera lag auch nicht so ganz optimal, dass man das direkt alles sehen kann. Ja, aber der Zielfisch war die ganzen 4 Stunden der Aufnahme leider nicht zu sehen. Es war schon deutlich leichter, kleiner. Ja, vielleicht 5 Kilo. Und schön, ey. Aber irgendwann fange ich mal den ganz großen. Herrlich. Wir fahren ja bald im Juli alle weg. Im Juli gibt es nochmal einen richtigen Knaller. Ja, Alter. Holen. So, jetzt habe ich meine Rute wieder neu rausgefahren, aber auch nur eine, das reicht. So lange sind wir nicht mehr hier. Jetzt kann nur noch der Einpackfisch folgen. Ja, hier geht's schon los. Jetzt trinken wir erstmal ganz gemütlich noch einen Kaffee und dann geht's los. Zusammenpacken und auf die Heimreise. So, zusammengebaut ist. Jetzt kommen die Ruten raus. Und dann geht's los. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschö! Glocke!